Es ist der Traum vieler junger Leute, den Rucksack packen, weit wegfliegen und das Leben mit Gelegenheitsarbeiten finanzieren. Auch Jennifer K. aus Leipzig im Alter von 27 Jahren hatte diesen Traum und lebte ihn in Australien, bis sie ein tragischer Unfall das Leben kostete. Gegen 11.30 Uhr eilte der Notarzt in die McDonald Road von Tambourine Mountain südlich der Metropole Brisbane. Doch dort konnten die Rettungskräfte nichts mehr für die junge Sechsin tun. Sie war auf einer Avocado-Farm mit einem Arbeiter auf einem Aufsitzrasenmäher unterwegs gewesen. An einem Berg kippte das Gefährt um und landete genau auf ihr. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Für ihren besten Freund Matthias ist dies nur schwer zu verarbeiten. Sie war über Jahre hinweg meine beste Freundin, sagt er. Der Brisbane Times. Sie war diejenige, die mir die Kraft und Motivation gegeben hat, nicht wieder und wieder aufzugeben. In einer einzigartigen Weise. Neben dem Reisen war das Zeichnen besonders von Tieren ein Hobby der schüchternen Leipzigerin. In Australien haben jetzt die Arbeitsschutzbehörden die Ermittlungen aufgenommen, prüfen, ob die Tragödie nicht hätte vermieden werden können.